Spirulina. Diese Alge gehört schon hierzulande seit längerer Zeit etwas berühmteren Superfoods. Ich habe jetzt hier zum ersten Mal Spirulina-Pulver ausprobiert. Ihr seht direkt an der Färbung, es ist ein dunkelgrün, ja leicht bläuliches Pulver. Das ist ein sehr, sehr, sehr feines Pulver und ich habe bereits gemerkt, welche Nachteile es haben kann. Ihr solltet das nicht fallen lassen. Es ist so ein Mikrostaub, ihr werdet es überall haben und es färbt sich tatsächlich auch noch ab. So viel dazu. Spirulina wird, wie gesagt, aus einer Alge gewonnen und gehört ebenfalls zu den Superfoods, ganz besonders, weil es eine Riesenquelle an pflanzlichen Proteinen ist. Reich an Vitalstoffen, gut gegen Allergien und für ein gutes Immunsystem. Und es verbessert nachweislich, sogar mit vielen Studien schon erwiesen, die Leistungsfähigkeit. Auch das ist etwas, was man sich aufgrund des Geschmacks immer nur untermischen sollte. Ich habe es bisher immer nur als Tablettenform zu mir genommen, um vor allem meine sportliche Leistungsfähigkeit damit zu steigern, um mein Immunsystem aufrechtzuerhalten. Das Pulver selbst, da es nun mal auch einen recht fischigen, mehrigen, algigen Nachgeschmack hat, würde ich in Shakes mit untermischen, in euren Proteinshake oder in euren Allround-Shake mit Quark mischen, mit ein paar süßen Sachen mischen. Und was ihr auch natürlich machen könnt, ist Spirulina mit in Backwaren einmischen. Ansonsten, wie gesagt, empfehle ich die Kapselform oder die Tablettenform. Sollte auf jeden Fall auch dazu gehören und ergänzt eure Nahrungsmittel um einen weiteren wichtigen Bestandteil.